Liebe Bürgerinnen und Bürger, am 23. Mai feiern wir den Tag des Grundgesetzes. Es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Fundament und als Kompass unserer demokratischen Gesellschaft bewährt. Angesichts der dramatischen Brüche deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert sind die nicht nur verbrieften, sondern realen und gelebten individuellen Grund-, Freiheits- und Bürgerrechte ein überaus wertvolles Gut. Diese Übereinstimmung zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit gilt es zu wahren und auch zu verteidigen. Verfassungen bewähren sich erst recht in schwierigen Zeiten. Die Corona-Pandemie ist für uns alle eine ganz besondere Ausnahmesituation. Politik muss mit Sorgfalt abwägen, welche Maßnahmen zum Schutz des Einzelnen nötig, aber auch zumutbar sind. Richtschnur ist und bleibt auch hier das Grundgesetz. Die Einschränkungen müssen klar begrenzt, verhältnismäßig und jederzeit überprüfbar sein. Unser Rechtsstaat funktioniert hier, wie gewohnt, sehr gut. Es ist gut und wichtig, dass gerade jetzt viele Menschen sich der Grundrechte bewusst sind, sie verinnerlichen und für diese auch eintreten. Umso perfider ist es, dass einige wenige versuchen, diese Phase zu nutzen, um unser Grundgesetz für Verschwörungstheorien zu vereinnahmen. Mit kruden Weltbildern wird versucht, Staat und Demokratie in unserem Land zu diskreditieren. Lassen wir nicht zu, dass einzelne Artikel herausgehoben werden, um sie einseitig über andere zu stellen. Nur wer für das Grundgesetz in Gänze steht, schützt unser freiheitliches, demokratisches Miteinander.